Ja, ich will mal beginnen mit einem Zitat aus der Runde des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung, der die Bundesregierung ja berät, vor etwa 2 Jahren. Da fand ich die interessante Formulierung: Die Digitalisierung entfaltet ihre zerstörerische Kraft mit großer Geschwindigkeit und globaler Reichweite, während ihre Regulierung größtenteils nacheilend erfolgt. Und das ist eigentlich das Thema. Wir beobachten ja seit geraumer Zeit, dass diese technische Entwicklung in vielen Bereichen praktisch sich abgekoppelt hat von den gesellschaftlichen Möglichkeiten des Mitgehens, des Steuerns, des politischen Hantierens darum. Das heißt, diese Steuerung, diese Regulierung, wie man sagt, kommt diesen Erfordernissen, die eigentlich die Menschen umtreibt, nicht mehr nach. Und das ist im Grunde der Ansatz für dieses Weißbuch, um quasi einmal ein Konzept, ein Grobkonzept aufzustellen, Umrisse aufzuzeigen, wie eine Kommunikationsinfrastruktur eigentlich zukünftig im Bereich Mobilfunk funktionieren sollte. Dazu dieses gerade gezeigte Cover des Weißbuchs. Was wir wollen, mit Peter Ludwig habe ich das gemeinsam geschrieben, wir wollen praktisch versuchen, die ökologisch-gesundheitlichen Hintergründe und Zusammenhänge erstmal aufzeigen, ohne allzu tief in die Vertiefung zu gehen, sondern im Grunde die daraus folgenden rechtlich notwendigen und auch toxikologisch notwendigen Bewertungen vornehmen und dann die örtlichen und überörtlichen Strukturen und Verfahren zur Reduzierung dieser Exposition vorstellen. Und letztendlich viele, viele verschiedene Fragen angehen, wie eine politisch-gesetzliche Regulierung eigentlich aussehen sollte, von Geräten über Mobilfunkanlagen und anderes. Der Inhalt, ganz grob gesagt, hat 2 Bereiche. Wir gehen einmal in die generelle und strukturelle Grundlage ein, indem wir die Fragen einfach mal diskutieren, die sich mit dem Mobilfunk eigentlich stellen. Was gibt es für verschiedene Kommunikationsstränge? Wer ist betroffen? Schutzwürdige Gruppen und dergleichen. Und dann in einem zweiten Teil geht es um Konkretisierungen und mit dem Kapitel 13 letztlich ein Konzept für eine kommunale Herangehensweise an diese Infrastruktur, wie es ansatzweise auch schon mal angedacht war in dieser anderen Broschüre aus dem vergangenen Jahr über die Planungsrichtwerte. Was wir heute beobachten, ist tatsächlich besorgniserregend. Ich habe hier eine ganz neue Messung aus Nordrhein-Westfalen, wo man die neuen Werte der 5G-Emissionen gemessen hat. In Dortmund wurden an einer Stelle ein Maximalwert von 30 Volt pro Meter gemessen. Das ist die Hälfte des Grenzwertes. In Köln nicht viel weniger. Das sind ja in Mikrowatt, Millionen Mikrowatt an Maximalemissionen. Das lässt aufhorchen. Natürlich ist die Grundbelastung, das ist unten dargestellt, diese normale Durchschnittsbelastung in diesem immer wieder hochgelobten, in Anführungszeichen gesetzten 1-2-3% Bereich. Aber letztendlich ist es auch sichtbar in der neuen Veröffentlichung von Hardell und anderen aus Schweden in der bekannten Straße da am Hafen in Stockholm, wo genau die gleichen Werte gefunden werden. Hier bis 30 Volt pro Meter, das sind also ist die Hälfte des Grenzwertes, den wir haben. Natürlich die Mittelwertbildungen, die Mittelwertwerte entsprechend geringer, auch mit einigen Prozent der Grenzwerte. Aber das zeigt einfach, wir haben ein Problem und wir müssen etwas tun, um dieses Problem letztendlich zu verändern. Und da bin ich bei der planetaren Grundbelastung, die uns immer deutlicher wird, dass wir, wenn man hier die Skala sieht, der Leistungsflussdichte mit den Mikrowattangaben und die verschiedenen Frequenzen hier unten auf der Leiste abgezeichnet, die wir heute haben, bis in den Bereich von Terahertz, dass wir, was hier grün ist, diesen natürlichen Hintergrundbereich, das, was uns der Artikel 20a Grundgesetz im Grunde vorschreibt, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, auch für die kommenden Generationen, dass wir diesen Bereich längst verlassen haben, seit Jahrzehnten. Und heute in einem Bereich sind von Tausenden bis Millionen Mikrowatt Belastung als durchschnittliche Grunderwartung für alle Menschen, Tiere, Pflanzen natürlich auch. Und das ist ungeregelt, ist praktisch nicht wirklich begrenzt. Diese Grenzwerte sind ja in ihrer Unwirksamkeit mit dem thermischen Komplex bekannt. Da muss also dringend etwas passieren.
Das muss ich auch nicht allzu tief noch verbreiten. Das ist sicherlich bekannt. Wir haben mittlerweile diesen Wirkungsmechanismus relativ gut zu erklären, den oxidativen Zellstress. Wir kennen das ganze Thema Krebswirkungen durch die Studie für das Europäische Parlament, früher schon die USA, Untersuchungen an Mäusen und Ratten. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, dass Kahlberg und Hardell schon 2017 diese Arten von Krebs, Arten von Tumoren im Tierversuch bestätigen, die gleichen Tumore am Menschen, weil die 20, 30 Jahre lang diese Einwirkung in Schweden untersucht haben. Das heißt, wir haben eine aus toxikologischer Hinsicht adäquate Beurteilungsmöglichkeit, dass dieses Risiko so hoch ist, dass hier Krebswirkungen durch Mobilfunk entstehen. Da kann keine Maus mehr einen Faden abbeißen. Und dazu kommt dann diese zunehmende Beschwerde durch Menschen mit EMF-Empfindlichkeiten, die Gebiete suchen, wo sie weitestgehend emissionsfrei leben können. Das wird immer stärker. Es gibt die ersten Wohnprojekte, die auch in Gang gesetzt werden, um einfach auch für diese Menschen Wohnmöglichkeiten zu schaffen. Das heißt, wir brauchen letztlich eine Netzoptimierung. Wir brauchen eine Reduzierung, Verringerung und Steuerung der nicht ionisierenden Strahlen. Und nicht nur, um den Schutz der Menschen zu erreichen, natürlich auch zum Thema Klimaschutz, denn wenn die Strahlung verringert wird, dann können natürlich auch Energiemengen eingespart werden. Und es gibt das noch unberücksichtigte Problem, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung nicht rechtlich geregelt ist. Da sind wir aber auch an Klageüberlegungen dran. Und das Ergebnis des Ganzen, dieser Vorgeschichte, war dann zum Schreiben dieses Weißbuchs: Wir brauchen eine Bewirtschaftung des öffentlichen Raumes hinsichtlich der nicht ionisierenden Strahlen. Das kann nicht so weitergehen, dass das ungeregelt einfach so weiter uns mit diesen Strahlen so belastet. Und da ist die Grundlage dessen, was bei Diagnosefunk ja auch in den kommunalen Handlungsleitlinien geschrieben ist: Wir können praktisch über eine Abschirmung oder über eine Nichtdurchdringung der Gebäudehülle und andere Fragen praktisch um den Faktor 1000 runter mit den Einwirkungen, sodass wir letztendlich mit wenigen Mikrowatt Leistungspegel außen und innen auskommen können. Und darauf fußt jetzt diese Überlegung des Weißbuchs auch: Wir brauchen eigentlich nur eine ganz geringe Emission in den Räumen, die man als gesundheitsverträglich in mancher Hinsicht betrachten kann, mit der Erkenntnis, dass wir auch damit keine tatsächliche Nutzung unterbinden, sondern es gibt heute funktionsfähige Möglichkeiten, indem man das Licht verwendet, das LED-Licht oder Infrarot, und damit eben mobil auch in Innenräumen kommunizieren kann. Die Technik ist so weit ausgereift, dass es ja auch schon Pilotprojekte gibt an Schulen, wo das WLAN ersetzt wird durch die Lichttechnik. Das heißt, wir haben im Grunde nicht mehr nötig, etwas zu verteufeln und gegen eine Entwicklung zu agieren, sondern wir können sagen, wir haben was Besseres, was auf der einen Seite gesundheitlich verträglich ist, auf der anderen Seite leistungsstärker ist, können größere Bandbreiten verwendet werden, was unter 5G-Gesichtspunkten eine Rolle spielen könnte. Und vor allem ist es datensicher, weil diese Lichtstrahlen eben nicht nach außen dringen und dadurch nicht abgezapft werden können. Das heißt, wir können ein Konzept entwickeln, welches sagt, wir trennen den Indoor, die Innenraumbelastung von der Außenraumbelastung. Und das ist praktisch das Gleiche, das ist das Pendant, was wir haben zum Thema Lärmschutz. Der Lärmschutz seit Jahrzehnten in der räumlichen Planung, in der kommunalen Betrachtung so angelegt: Es wird der Innenraum geschützt, dass die Menschen noch in Ruhe schlafen können. Und es wird der Außenlärm vor den Gebäuden praktisch so begrenzt, dass innen entweder die Wohnruhe oder die Schlafruhe erreicht ist. Und das können wir erreichen mit diesen zwei Richtgrößen, die es auch von der europäischen Ärztegemeinschaft gibt. Die Umweltärzte, die das Gleiche auch aufgestellt haben: 100 Mikrowatt pro Quadratmeter außen und unter einem Mikrowatt Quadratmeter innen. Dann können wir innen drin praktisch
individuelle Versorgungsmöglichkeiten schaffen. Wer es möchte, kann sich natürlich weiterhin mit WLAN versorgen. Aber wir können auch genauso gut sagen, also entweder die Kabellösung oder eben Wi-Fi, diese Lichtgeschichte anwenden. Das bliebe jetzt den Individuen oder den Nutzern weitestgehend überlassen. Und vor allen Dingen, wenn wir eine solch geringe Innenraumbelastung sicherstellen können, dann haben wir Voraussetzungen und Möglichkeiten für die individuellen Schutzmaßnahmen, wenn empfindliche Personen sich jetzt besonders schützen müssen, indem sie da entsprechende Maßnahmen ergreifen. Es gibt ja heute tolle Lösungen, Rigipsplatten mit Ableitung der Energie, dass also fast 99% Reduzierung entstehen und dergleichen. Und wir haben auch zu beobachten, dass ganz aktuell Telekom auch Repeater anbietet für LTE oder 5G, um die Innenversorgung zu verstärken, wenn es jemand möchte. Das heißt, wir können runter mit den Außenwerten und einen weitgehenden Schutz letztendlich versuchen herzustellen. Wichtig ist natürlich die Frage, ja, wie geht denn das? Und da haben wir uns auch mal ein bisschen kundig gemacht. Wenn wir einen solchen geringen Innenpegel haben, dann ist das bei einem Mikrowatt, sind das minus 30 dBm, dann sind wir immer noch ein Faktor 1000 höher als die ausreichende Mobilfunkfunktionalität, die bei minus 60 dB praktisch liegt. Das heißt also auch Notrufe und andere wichtige Ereignisse sind damit nicht unterbunden. Aber eben es können bei Bedarf eben weitgehende Reduzierungen im Innenraum erreicht werden und die Schutzmaßnahmen im Grunde ein weitestgehend strahlenfreies Leben ermöglichen. Ja, was sind die Voraussetzungen? Wir haben natürlich im Bereich der Strahlenausbreitung definierbare Bedingungen. Das geht mit dem Quadrat der Entfernung. Wir können das prognostizieren, wir können das messen, wie beim Lärm genauso. Wir können also individuell im Grunde Schutzmöglichkeiten schaffen oder auch spezielle Versorgungsmöglichkeiten möglich machen. Und vor allen Dingen, wir haben, und das ist das Neue, was bisher in der Praxis selten versucht wird, aufgrund der kommunalen Planungshoheit, eine Aussage, das hatte ich ja vor einigen vielen Wochen schon mal auch in einem Vortrag gesagt, die Möglichkeiten mit den Kommunen, planungsrechtliche Festsetzung per Bebauungsplan, Flächennutzungsplan als Satzung zu verordnen. Und das vom obersten Verwaltungsgericht auch festgestellt wurde, das ist auch städtebaulich relevant. Das heißt, die Kommunen können hier Vorsorge betreiben außerhalb der Grenzwerte. Und das sind eben auch diese genannten Werte von der von den europäischen Umweltärzten, die das auch so veröffentlicht haben, den meisten ja sicherlich bekannt. Und es ist auch heute schon angeboten, habe ich die Tage auch wieder gehört, dass also verschiedene Betreiber sich zusammenschließen im Roaming, um anderen Konkurrenten auch den Zugang zu der eigenen Antenne zu ermöglichen. Das heißt, auch damit lassen sich noch deutliche Reduzierungen bei den Antennen erreichen. Das heißt also, letztendlich ist es möglich, vieles zu tun und vor allen Dingen, es ist eigentlich auch rechtlich geboten. Denn wenn man mal genau in die Rechtsgrundlagen reinschaut, was steht eigentlich über der 26. Bundesemissionsschutzverordnung, die uns alle Sorge macht, dann ist das der Paragraph 22 des Bundesemissionsschutzgesetzes, das Muttergesetz für diese 26. Verordnung. Und da steht drin, diese Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Und es ist nach dem Stand der Technik vermeidbar, denn wir müssen nicht die Gebäudehüllen durchdringen und können mit dem Faktor 1000 oder auch mehr runter mit der Strahlungsintensität. Und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen, auch wenn noch wirklich unvermeidbare Einwirkungen da sind, dann müssen sie auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Das ist eine Aufforderung an den oder eine Äußerung des Gesetzgebers an die untergesetzlichen Konkretisierungen, an die Verordnungen, die überhaupt in der Konsequenz bis heute nicht eingefordert wurden. Und da ist die Regulierung letztendlich auch gerichtlich einzufordern. So, ich glaube, das war es schon. Fast bin ich schon durch. Es geht also um die Darstellung strahlungsarmer Wohngebiete, weiße Zonen, um Einrichtungen, Kindertagesstätten und dergleichen.
zu schützen. Und das A und O wäre natürlich, weil die Rechtsgrundlage sehr begrenzt ist, ein generelles Mobilfunkgesetz einzufordern, welches diese Zwangsbestrahlung klärt, was diese Unverletzlichkeit der Wohnung betrifft nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Auch, dass die Geräte in ihrer Abstrahlungsleistung minimiert werden, denn da ist ja ein Wildwuchs. Jeder kann sich ausstatten mit allen möglichen Geräten zu Hause, was dann letztendlich auch die Nachbarwohnungen bestrahlt oder durchstrahlt. Da wäre also vieles zu fordern, was aber im Detail dann in diesem Weißbuch in vielen Forderungen an einzelne gerichtliche, rechtliche, gesetzliche Äußerungen dann so als Vorschlag genannt ist. Ja, damit bin ich als kurze Einführung durch. Wie gesagt, das ist in diesen Tagen online gestellt und kann erworben werden bei Diagnose Funk. Und ich bin da sehr gespannt auch auf die Diskussion. Wir haben, um das in eigener Sache zu sagen, einen Arbeitskreis eingerichtet bei der Akademie für Raumforschung in der Leibniz-Gemeinschaft in Hannover, wo wir dieses Thema, wie gelingt es in den Kommunen, aus der Sicht der Kommune, aus dem Schutzanspruch der Kommune und der Vorsorge heraus, im Rahmen der planungsrechtlichen Festlegungen etwas festzuzurren, damit sich die Betreiber letztendlich an diese Umweltqualitätsvorgabe in der Kommune halten müssen. Und wenn da Kommunen Interesse haben, mitzuwirken, dieser Arbeitskreis, der wird jetzt nach einem Workshop im April jetzt dann eingerichtet und wird vielleicht über 2 Jahre, alle paar Monate einmal tagen oder 2-3 Mal pro Jahr. Und da werden auch noch Streiter gesucht, die vielleicht mit ihrem kommunalen Erfahrungshorizont mitstreiten möchten und mitarbeiten möchten, eine Art Handbuch zu erstellen. Wie kann es gelingen, die Kommunen auf den Weg zu bringen, damit hier zukünftig ein Schutz von der Seite der Betroffenen, von der Seite der betroffenen Nutzung, den schutzbedürftigen Nutzung, Wohnen und andere installiert werden kann. Der möge sich dann bei mir melden. Ja, herzlichen Dank. Damit werde ich mal diese Ansicht stoppen, um zurückzugehen.